Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Battlefield 1-Freunde. Mein Name ist Sirius und aktuell befinden wir uns in der Mission Der Krieg, die schweren Geschütze. Ach nein, das ist gar nicht wahr, so heißt die Mission gar nicht. Die Mission heißt, weiß ich gerade nicht, so ist nur der Codex-Eintrag, der unten eingeblendet ist. Ganz egal, neues Spiel, neues Glück. Mal gucken, ob die Kampagne diesmal ein ganz klein bisschen mehr zu bieten hat. Beziehungsweise dieser Kampagnenpart. Optisch, habt ihr vielleicht in der letzten Folge schon gesehen, ist es auf jeden Fall heftig beeindruckend. Ich bin nur gestorben immer. Ich schieße nicht so schnell. Ich hätte ja auch lieber was anderes als eine Pumpgun, muss ich gestehen. Hier wartet man doch geradezu darauf, dass hier einer um die Ecke guckt, oder? Oh, Granate. Scheiße! So, der ist nach unten gelaufen. Ich laufe auch nach unten, ey. Glatter Bauchschuss. Oh nee, das ist auch so eine Kanone, ey. Scheißdreck, ey. Also ich wollte sagen, ich wollte es auf jeden Fall obenrum versuchen. Ich habe das Gefühl, ich muss das ganze Spiel nur noch liegend verbringen. Ich muss gleich unbedingt mal Waffen tauschen. Ich brauche irgendwas, was sprayt. Aber da ist jetzt halt noch so ein Ding. Kann ich die Granate bis dahin werfen? Ja, kann ich. Oh, das ist ja wieder aufgestanden, nachdem ich die Granate auf ihn geworfen habe, oder was? War der von uns? Wie, move, wohin? So, ich nehme mal ein anderes Gewehr. Gucken, ob das besser funktioniert. Nicht wirklich. Lebt der Typ da oben überhaupt noch? Neues Einsatzziel. Erobere den helles Aussichtspunkt. Bin ich ja dabei. Ich hätte nur gerne irgendwie andere Waffen. Ich komme mit den Waffen hier nicht so super zurecht. Ich brauche was, was sprayt. Gewehrgranatenwerfer. Sowas ist eher mein Kaliber. Sowas entspricht dann auch eben eher meinem Skill. Mit der Gewehrgranate. Ach fuck, jetzt ist der Tipp schon wieder weg. Wie viel habe ich denn von den Dingern? Nur eine oder was? Boah, mit der Pumpgun an dem vorbeigeschossen. Ich lade hier mal alles nach, was ich nachladen kann. Wir müssen zu diesem Aussichtspunkt. Ich kriech schon wieder, ne? Ihr merkt es. Ey, ich kann nichts dafür, Leute. Irgendwie. Und das ist erst seit dem letzten Grafiktreiber so. Seitdem bin ich der Meinung, das Ding ruckelt irgendwie. Na toll. Kann mir mal jemand zur Hilfe kommen? Ich habe keine Munition mehr und keine Waffe mehr, die du bis dahin schießen könnte. Friss die Granate! Ach so, scheiße! Das erste komplett gekrochene Let's Play.
mit Frank Sirius. Unglaublich, welcher Einsatz hier gebracht wird. Komplett durch den Schlamm. Ich würde mich ja immer noch gerne umschauen, aber hier bleibt so wenig Zeit. Ach, die KI ist aber auch immer dämlich, oder? Entschuldigung, also die ist immer, die ist an den eigenen Kameraden vorbeilaufen, ey, das ist doch, also bitte. Wisst ihr, da steht einer von mir und da laufen jetzt irgendwie, das waren jetzt schon Nummer 2 und 3, die daran vorbeigelaufen sind, ey. So, das hier auch nochmal eine ganz schöne Szene. Also, umso sehe ich Battlefield 1 am Anfang in den Himmel gelobt habe, wie gut mir das gefallen hat, der Einstieg ins Spiel, umso alberner kommt mir das jetzt wieder stellenweise vor, was hier so abgeht. Wir sollten uns nicht die Stimmung davon kaputt machen lassen. Die Sonne geht auf, meine Freunde, wir nehmen den Punkt ein. Merkt ihr, dass das Bild springt so ab und zu mal ohne Sinn und Zweck? Besetze den Bereich rund um die Flagge. Okay, wo ist denn die Flagge? Bleibt mal einfach. Meint ihr die Flagge wahrscheinlich? Da ist sie. Yay! Einsatzziel abgeschlossen. Anstrengend, sage ich euch. Scheiße, willst du mich verarschen? Komm mit, hier. Da, sieh dir das an. Junge, du hast dich in die Hölle gelogen. Aber ich... Du wolltest eine Statue von dir auf dem Marktplatz? Komm schon, Junge, steh auf. Komm schon. Ich werde sterben. Wirst du nicht. Bis Australia. Uns bringt nichts um. Ha? Ja, vermutlich. Außer... Du bist ein Kiwi. Was? Nun, eins nach dem anderen. Hier, komm schon, steh auf. Schau mal, den Arm hier, den rechten raus. Schaft gegen die Schulter, so, Wange an den Schaft. Nein, ja so, du musst schon richtig ziehen, gut. Ja, Füße ein bisschen auseinander. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja. Nein. Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er würde keine 5 Minuten überleben. Nein, nein, ich krieg das hin. Nein. Ich mach's. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie. Sie werden laufen. Na, die mochten sich aber sehr, die beiden, oder? Ich muss irgendwie an diesen Osmanen vorbei. Wir brauchen vor allen Dingen irgendwie mal andere Waffen, meine Freunde. Wo ist da unten? Ist ein Waffenschutzpunkt. Fernglas halten, ja, ja. Gibt's hier keine andere Waffen mal, die ich benutzen kann? Jetzt sieht's hier zumindest schon mal wieder optisch. Irgendwie im Tageslicht auch. Boah, guck mal, da oben die Burg. Welche Burg ist das? Wer weiß das? Wer kann mir sagen, was ist das hier für eine Burg?
Ist das geografisch und zeitpolitisch korrekt? Boah, dieses Geruckel, ey. Ich glaube, ich werde nachher nochmal Battlefield 1 neu installieren. Und mal gucken, ob ich nicht auf einen anderen Treiber zurückgehe. Hat das sonst auch noch jemand? Und das ist ja hier Kinderkram. Das läuft auf Full HD, ey. So, halten, Dynamit aufheben. Ja, Dynamit. Was haben wir hier noch? Stolperdraht. Ach nee, Stolperdraht. Das ist auch alles so eine Scheiße, die ich gar nicht haben will, oder? Ich will Knarren haben, meine Freunde. So, werfen wir mal ganz kurz einen Blick. Das ist ja furchtbar. Hat das noch jemand? Ich habe das jetzt hier, warte mal, Video zurücksetzen. Ich setze mal Video zurück. Ja. So. Das ist ja alles hier Kinderpipi. Also gerade hier mit der Auflösung und so. Oder kann man hier die FPS begrenzen? Nee, von hier aus nicht, ne? Das hat man ja auch schon mal, wenn eine Grafikkarte zu viel FPS erzeugt, dass das Spiel damit auch nicht klarkommt. Das gibt es ja oft genug. Das schien direkt hinter mir und ich bin am Nachladen! Nachladefehl! Ich hätte mal auch die Waffe wechseln können, oder? Tipp, mit dieser Waffe kannst du eine Bajonettattacke ausdrücken. Köder werfen. Warum soll ich jetzt hier bitte schon Köder werfen? Das ist so typisch wie in einer Multiplayer-Map gestaltet hier, ne? Ist wahrscheinlich auch eine Multiplayer-Map, oder? Wer spielt das im Multiplayer? Ich ja nicht. Wahrscheinlich wisst ihr das. Ich wette darauf, weil das so absolut 1:1 wie eine Multiplayer-Map gestaltet ist. So mit diesen Balkonen, unterschiedliche Etagen. Kann rein und raus. Sonst hier nichts mehr los. Okay. Während ich hier durch leere Häuser langsam gelaufen bin. Ich habe immer noch den Eindruck, hier muss da irgendeiner sein, oder? Da können wir ja die Land... Alter. Ich wollte hier in Ruhe die Landschaft genießen, ja? Egal, wir nehmen mal hier diesen Trampelpfad rechts die Map hinauf. Okay, ins Kampfgebiet zurück. Bin schon da. Sieht nach Ärger. Ein wenig. Wow, wow, wow! Oh, nein! Scheiße. Die ganze Scheiße geht den Bach runter. Ich muss zurück zu Whitehall. Okay, neues Einsatzziel. Erstatte den befehlshabenden Offizier. Bericht. Das war jetzt eine lange Mission. Einmal hier roh auflaufen und direkt wieder runterlaufen, oder was? Undankbar bin ich. Undankbar. Aber endlich mal eine Waffe, mit der ich spielen kann. Eine Spraywaffe. Lebt der noch? Jetzt nicht mehr. So, ich gebe mal ein bisschen Gas. Das ist eigentlich hübsch hier, ne? So stellt man sich vor wie im Urlaub. Ich kann hier nicht weitermachen. Ich muss zurück zu Whitehall.
dem Dorf los, ey? Ach du Scheiße. Oh fuck. Soll ich mal einen Köder werfen? Hier. Jetzt hätten alle umdrehen müssen und wieder auf mich zulaufen sollen. Das ist ja eine Scheiße. Wo laufe ich denn jetzt hin, ey? Bin gleich da. Ja, reichen ja auch nicht so ein paar Kugeln in den Rücken. Ich liege in Blumen. Lebst du noch? So, ich bin da. Alles gut. Papa ist da. Haben wir den Einsatz zurückgeschlagen? Oh, endlich mal ein Einsatz an einem Stand-MG. Das haben wir wahrscheinlich am Anfang verpasst. Hätten wir hier alle wegmähen können, schön. Hab ich versaut. Entschuldigung. Bist du da drin? Mann, du hättest mich töten können. Hab ich aber nicht. Nein, das hast du nicht. Guter Schuss. Ach, naja, also ich habe ihn da draußen gesehen und ich... Der Feind drängt uns überall zurück. Dachte ich's mir. Bishop, melden Sie der Etappe, dass wir vorrücken. Keine Sorge. Ich komm schon zurecht. Kopf unten halten. In Deckung bleiben. Kapiert? Ja. Und da wurden wir wieder rausgeworfen aus der Türe. Informiere das Etappenkommando. Also wieder über das gleiche Feld zurückgelaufen, vermutlich. Egal. Wir machen das. Ihr könnt mir mal schreiben, wenn ihr das schon gespielt haben solltet, was jetzt euer Eindruck ist. Habt ihr auch so ein bisschen den Eindruck, das ist so Licht und Schatten, also es hat ganz grandios angefangen und ist dann hier auf einmal trotzdem außer netter Grafik irgendwie nur noch so Standardgeplänkel, also ohne echte Spannung hier von A nach B laufen? Mal von meinen technischen Problemen mal ganz abgesehen, die ja wirklich furchtbar sind. Wo sind die denn alle? Ich habe ein Pferd. Hallo Plötze! Ich muss sagen, Plötze sieht natürlich hier fantastisch aus. Selten so eine hübsche Plötze gesehen. Zack! Wow! Ich muss sagen, also da ist selbst der Hexer ein ganz klein bisschen neidisch auf diesen wehenden Umhang, auf dieses wunderschöne Pferd. Also da, da muss man schon sagen, also hallihallo. Das wäre jetzt so gewesen, wenn ich direkt mit dem Pferd abgestürzt wäre, oder? Okay, hätte ich oben noch in das Haus hineingemusst oder was? Ich will das Pferd einfach nur haben. Wir gucken mal hier hinein. Ich steige nochmal ab. Was ist absteigen? X. Ja, wie bei Titanfall. Oh, was ist hier los? Lies den Rückzugsbefehl. Für alle, die es noch von keinem Mildegänger wissen, die Stellung der Entente ist verloren. Artillerie sichert den Rückzug zum Strand. Sie feuert auf das Dorf und die umliegenden Festungen. Scheiße! Foster! Oh Mann, jetzt sag nicht, ich soll schon wieder zurück. Also dann werde ich aber, dann werden ich und Plötze echt böse. Auf ihre eigene Stellung, um ihren Rückzug zu sichern. Das Pferd ist das Beste am ganzen Spiel. Ich glaube, das Pferd kommt ins Thumbnail. Wie wäre das Pferd? Würde dir das gefallen? So einfach mal so das Pferd im Thumbnail zu sein. So, ich mache noch einen Screenshot. So, meine Damen und Herren, ich würde sagen, bin gerade technisch ein bisschen, ich will nicht sagen frustriert, aber überfragt, warum das Ding hier ab und zu anfängt zu ruckeln.
Meine erste Vermutung wäre, vielleicht mal die FPS auf 60 begrenzen, dass das Spiel nicht zwischen hohen und niedrigen FPS hin und her ruckelt, weil das müsste ja normalerweise so um die, weiß ich auch nicht, 150 bringen oder so. Ja, und dann, das mit dem Reiten gefällt mir wieder gerade ganz gut. Ich bin immer so hin und her gerissen. Mensch, gefällt mir das Spiel jetzt oder nicht? Wie gesagt, starker Start. Und dann aber zwischendurch so ein bisschen nur so, naja, sei's drum. Ich sag an dieser Stelle vom Gaul aus, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Wow. Und haut rein.